Nein. Okay. German, Deutsch. Ich lese aus Harry Edwards' Life in Spirit, das Leben im Nachleben. Wir sind jetzt bei Kapitel Nummer 7. Ich fand es schwieriger, als ich gedacht hätte. Er wurde geboren in 1893 und starb in 1976. Daher ist seine Sprache sehr ausführlich und anders. Und er ist auch ein Heiler gewesen, ein Medium, und er hat eine Heilungsstätte gegründet in 1947 in Guildford in Surrey in England. Und da ich dort in der Nähe wohnte, eine halbe Stunde weg, hatte ich mich für ihn schon interessiert vor über einer Dekade und hatte dieses Buch online bestellt. Okay, jedenfalls bin ich hier bei Kapitel 7. Das ist seine Beschreibung vom Nachleben. Durch Patienten, die als unheilbar bestimmt wurden von der medizinischen Fakultät. Und er hat sie geheilt, zum größten Teil. Und es geht hier um Heilung im Spirit und die Hilfe vom Spirit. Kapitel 7. The Living Rhythm. Der lebende Rhythmus. In der Zeit, die Johns Reunion mit Mary folgte, das war seine Frau in dieser Beschreibung, John und Mary. Mary ist schon gestorben und John starb, und deswegen haben die sich wieder getroffen. Und durch John und Mary entdecken wir die Dinge im Nachleben, denn John ist gerade erst dort angekommen. Ein bisschen lauter. Mach gerne ein bisschen. In der Zeit, die Johns Reunion mit Mary folgte, ließ er manchmal seine Gedanken zurückgehen in Erinnerung von seinem örtlichen Leben. Sich das nochmal anzusehen und die Erfahrungen in der Vergangenheit wieder nochmal zu erleben. Für ihn erschienen sie als Episoden wie auf einem Fernsehprogramm oder ein Television Receiver, wie ein Fernsehempfänger, sagt er. Und er konnte sich selber sehen, wie er die verschiedenen Rollen nimmt in diesem spezifischen Event oder Vorfall. Die waren ein Ausdruck seiner vergangenen Realitäten. Und zu ihm erschienen sie jetzt dull and spiritless. Langweilig und geistlos mit dem verglichen, das sein neues Stadium angeht. Seine neue State of Active Living, sein neues Stadium vom aktiven Leben. Er war jetzt im Nachleben viel mehr alert und bewusst, viel mehr with it, mit allen Dingen. Predominantly. Zuerst in seinem Bewusstsein vom Leben schien es ihm, als ob alles, sogar die Objekte in seinem Haus, die Wände, das Patio, dass die ein Bewusstsein ausatmeten. Ein Bewusstsein, das Freude ausdrückt. Freude dafür ausdrückt, dass sie gesehen werden, benutzt werden und anerkannt werden. Und von diesem kam ein Ton der Harmonie und der Musik. Sogar auf der Erde gibt es Melodien. Und einmal, als John die Erde, die hier auf dem Boden war, durch seine Finger laufen ließ, hörte er ein Tinkling, ein Geräusch wie kleine Glocken, die den Berg hinunterfallen und die sich aneinander bewegten und eine wunderbare Melodie hervorbrachten. Ein anderes Geräusch kam von dem Gras und wieder ein anderes von dem fließenden Wasser, das gebrochen wurde
in kleinsten Variationen derselben Harmonie und es fließt über die Steine und über die Felsen und brachte eine wunderbare Melodie vor sich. John fing an zu erkennen bestimmte Melodien der Bäume, der Pflanzen, der Steine und andere Dinge, als wenn sie ihre eigene individuelle Melodie hätten. Als er more mehr vorsichtig hinhörte, um sie irgendwie zu ermutigen, wurden diese musikalischen Töne lauter und es wurde eine besondere Sache. Und es wurde plötzlich dominant in seinen Gedanken, dass er zuhörte und dass denen zugehört wurde und dass sie bewundert wurden, gab diesem ein viel volleres Gefühl. Und es kam, als wenn man dieses erkennen würde und vertraut sein würde mit diesen Geräuschen der Bäume, der Steine, des Grases. Diese Geräusche waren nicht eindringend oder zerstörend. Man könnte sie fast gar nicht bemerken, wenn man nicht zuhören würde. Aber sie waren ein Teil des ganzen Bewusstseins der Lebendigkeit hier. Als er durch den Garten wanderte, hatte jede Blume ihre eigene sanfte Melodie. Und damit kamen Farben bezüglich der Natur dieser Blumen. Und der Geruch. Der Geruch und die Kombination der Melodien, die in sein Bewusstsein flossen, war ständig. Und es dauerte nicht lange, da war er in der Lage, einige von diesen wiederzuerkennen und zu nennen. Der Geruch von den Blumen mischte sich mit den Melodien, sodass anstatt Blumen als Blumen gesehen wurden, wurden sie auch bei ihrem Geräusch erkannt, aber bei ihrem Geruch erkannt und bei der Melodie. Und dieses Vermischen von dem Parfum und der Farbe und den Melodien gab einen so vollen Ausdruck, wie er noch nie erlebt hatte. John konnte erkennen die verschiedenen Parfüme jetzt von den Blumen, die er kannte, wie zum Beispiel die Rose. Aber da war ein markierter Unterschied zwischen dem Vielfalt und die Verweiterung dieses Geruches. Es war nicht nur das Parfüm, das er hörte von der Rose, das er roch von der Rose, aber auch eine hohe Qualität. Die Rose wurde persönlich in ihrer rarifierten Qualität, fast als ob sie diese spirituelle Ausdruck für ihn gab. Es war so, dass John wusste, er konnte erkennen, diese großartige Varietät von Gerüchen und Geräuschen, so viel mehr, als er je zuvor erkannt hatte. Es dauerte nicht lange und John war in der Lage, die Namen der Blumen zu geben, mit seinen Augen geschlossen, wenn er durch den Garten ging. Da war jedoch eine spezielle Pflanze, die ihn besonders ansprach. Und dann bekam er die Erklärung von Mary. Diese Pflanze, die dominierte in der Ecke des Gartens, wo er lebte, war eine große, starke und vibrante Blume. Der Hauptstamm von der Blume war stark wie ein Stamm von einem Baum. Es schien mit einer gesundheitsgebenden Vibration. Und jedes Blatt, das vom Stamm kam, hatte einen Diamanten
geformte Blume. Die boldly, die boldly, boldly go where no one's, boldly, boldly, offensichtlich sich ansah und ihre eigenen Farben liebte. John und konnte sich nicht helfen, aber fühlte sich so beeindruckt von der Stärke und Majestät dieser glorious Blume. Mary erzählte ihm, dass zu einer Zeit, als sie auf ihn gewartet hatte, war sie in die Distanz gereist, ohne einen Plan in ihren Gedanken. Sie wusste nicht mehr, wie weit sie gewandert worden dann, aber sie setzte sich zu einem einladend aussehenden Platz. Und dort war ein blaues Wasser, das fließt. Dort setzte sie sich hin, und als sie sich dort hinsetzte, bemerkte sie eine kleine Blume, die fast aussah wie Unkraut. Ganz alleine war diese Blume dort. Da waren keine anderen Blumen dabei. Sogar Gras war nicht dort. Der Grund war bär. Da war nichts da. Nur diese eine kleine, Unkraut aussehende Blume. Mary tat diese Blume sehr leid. Und sie nahm sie sehr vorsichtig und dachte, sie würde sie mit nach Hause nehmen, um in ihrem Garten zu leben. Und als sie an dieses dachte und an diese Pflanze ansah, wusste Mary, dass diese Blume bewusst war über ihre Liebe und ihre Absicht. Und dann hatte sie sie genommen und es schien, als wenn die Blume bereit war, aus dem Fußboden herauszukommen. Die Blume wurde nach Hause genommen und in den Garten platziert. Und jeden Tag hat Mary zu dieser Blume gesprochen, hat dieser Blume ihre Liebe gegeben und ihr Gefühl der Freundschaft. Und diese kleine, Unkraut aussehende Blume wuchs und wuchs, größer und größer. Größer als die Nachbarblume. Die Blume wurde groß und entwickelte eine wunderbare Reichtum von Farbe. Die Melodie, die sie hervorgab, wurde lauter und fließ mit den Melodien der anderen Pflanzen, die in der Nähe waren. John lernte hier, dass Blumen fast menschlich sind in ihrem Bedürfnis, ihre Liebe zu zeigen, ihre Liebe des Lebens und wie sie die Liebe suchen und die Zärtlichkeit fühlen können. Er erfand durch persönliche Erfahrung, dass wenn er eine Blume liebte, die vernachlässigt wurde, also wenn eine Blume vernachlässigt ist, dann geht sie ein. Und wenn man eine Blume ermutigt, dann hat es einen Grund zum Leben. Wenn eine Blume nicht beachtet wird, würde sie verschwinden. Einfach verschwinden. Und dann wäre sie nicht mehr da. Als dies alles passierte, wusste John, dass er das lernen musste. Lernen, wie froh und happy er sein würde, die Möglichkeit zu haben, diese Dinge zu tun. Er erkannte, dort waren verschiedene Geschichten für jede lebende Pflanze, für jeden Vogel und jedes Ding. Und jedes hat seine eigene Personalität und Qualität des Lebens. Es war so auch mit Farben. Da waren unendliche Gradiate des Gelbs oder das Rosa. Und mit allen Farben gab es eine Vielfalt von verschiedenen Ausdrücken dieser Farbe, die er kannte. Da waren andere Farben hier, die er niemals erträumt hatte. Farben,
die ihn spirituell lifteten und die ihm ein Gefühl der Demut gaben und ein innerliches Vergnügen, dass er mit diesen Blumen leben kann. John wusste seine Fähigkeit, das wirklich zu verstehen und anzuerkennen, die versteckten Reichtümer und Bedeutungen von Farben, kam darauf an, auf seine Progression in der Kunst des Wissens und die tief versteckten Potenziale jedes Lebenden und jeder lebenden Farbe und jedes Lebenden anzuerkennen. Sogar in den ersten Tagen seiner Ankunft war John sich bewusst, dass Farben, die das Verlangen besaßen, ihn zu erfreuen und dass sie sich bemühten, von ihm erkannt zu werden und ihn ermutigten, sein Bewusstsein zu erweitern und ihre Präsenz und Schönheit zu erkennen. So, jetzt mache ich erstmal Schluss hier. Das ist der erste Teil von Kapitel 7 und das ist The Living Rhythm, der lebende Rhythmus. Ich wünsche einen schönen Abend. Bye bye!